Auswärtsspiel in Dreisen. Jetzt hat man natürlich Selbstvertrauen getankt durch den Derby-Sieg gegen Lenkbach. Aber ich glaube, das wird auch ein ganz schwerer Gang. Die haben dort ein Brüderpaar, die auch gerne ins Tor treffen. Ja, Dreisen vor allem ist immer. Gegen die haben wir die letzten zwei Spiele jeweils 4-4 gespielt, glaube ich. Also sind immer sehr torreiche Partien. Auswärts ist auch immer schwierig. Wir sind zwar relativ heimstark auf unserem Platz, aber auswärts tun wir uns immer ein bisschen schwieriger. Und Dreisen sind auch oben dabei. Und ja, dementsprechend freuen wir uns nach dem Sieg natürlich, dass wir jetzt ein bisschen Selbstbewusstsein haben. Aber wir arbeiten hart und schauen, dass wir am Wochenende die nächsten drei Punkte einfahren. Durch die Verletzung von Lazar Miletic bist du jetzt wieder ganz vorne an der Front, quasi als Torjäger. Sicherlich nicht ungewohnt für dich, aber natürlich auch für das ganze Team und für dich ein bisschen Umstellung, oder? Ja, das auf jeden Fall. Es ist ein ganz anderes Spiel. Der Lazar hat halt unheimlich viel aus nichts ein Tor gemacht. Und das bin ich nicht. Ich bin eher so der Wandspieler, der halt seine Mitspieler auch rundherum braucht. Aber wir haben gute Außenbahnspieler. Der Daniel hat das die Woche wieder bewiesen. Und der Uli macht ja auch seinen Job unglaublich auf der 10. Von dem her, glaube ich, als Team können wir das kompensieren. Und wie wir jetzt gegen Neulingbach gesehen haben wir das, glaube ich, ganz gut gemacht. Hey, yo, Jim, man, won't you kick some of that, you know? You know how you do it, man.